Sohn mit einem faulen Trick veruntreut. Wie kommen Sie denn auf den? Ich habe ihn halt gesehen. In der Strafanstalt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Mann mit so einem ehrlichen Gesicht... Wenn die Spitzbuben alle aussehen würden wie Spitzbuben, dann wären wir überflüssig und könnten uns einen anderen Beruf suchen. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mir die Akten mal anschauen würde? Aber nicht im Mindesten, im Gegenteil. Es fragt sich nur, wie Sie da rankommen könnten. Ich dachte mir etwa, dass Sie, Herr Kriminalrat, die Akte anfordern würden. Na schön. Aber dass wir uns darüber klar sind, wenn Sie den Fall studieren wollen, bitte nicht in der Dienstzeit. Manfred, du, es ist Zeit. Ach, Schätzchen, sei so lieb. Geh allein ins Kino. Ich muss noch arbeiten. Ach, allein macht's mir auch keinen Spaß. Na gut, dann gehe ich eben ohne dich. Was soll ich machen? Es geschieht ja doch immer nur das, was du willst. Tschüss. Ja, nein, das nächste Mal geschieht bestimmt das, was du willst. Ich schwör's dir. Kein Meineid, bitte. Entschuldigen Sie bitte, sind die Herrschaften noch auf? Ja, aber... Ist gut, Lisbeth. Gehen Sie schlafen. Sie sind es, Frau... So spät ist es passiert? Eine späte Störung, Frau Nova. Aber ich muss den Mann sprechen. Dringend. Bitte kommen Sie, Frau Mendelssohn. Ich weiß es aus... Ich weiß es aus ganz sicherer Quelle. Mein Mann steht auf der Liste. Freunde von uns haben uns davon verständigt, dass wir morgen abgeholt werden. Wir müssen es riskieren, noch heute Nacht irgendwie über die Grenze zu kommen. Frau Mendelssohn, überlegen Sie sich das Gus doch fast aussichtslos. Ach, was haben wir denn noch zu verlieren? Herr Doktor... Sie haben uns die ganze Zeit über geholfen. Doch, doch. Einer der wenigen. Ich habe noch eine Bitte an Sie. Und darum bin ich gekommen. Bitte verfügen Sie an mich. Ich will ja alles tun, was in meiner Macht steht. Ist nur leider sehr wenig. Bitte, nehmen Sie das an sich. Das ist ein Lageplan. Die Straße und die Hausnummer habe ich vorsichtshalber weggelassen. Die kennen Sie ja. Ich habe in unserem Garten unser ganzes Vermögen vergraben. Gold und Schmuck und Wertsachen eben. Alles, was wir besitzen. Es mit auf die Flucht zu nehmen, das schien mir zu riskant. Vielleicht geschieht ein Wunder und wir können eines Tages wieder zurückkommen, wenn der Spuk vorbei ist. Oder unser Sohn kommt aus England zurück und meldet sich bei Ihnen. Dann geben Sie ihm bitte die Skizze. Na gut, Frau, unterschreiben Sie aber bitte auf alle Fälle diese Generalvollmacht, damit ich Sie in allen Rechts- und Vermögensangelegenheiten vertreten kann. Natürlich, Herr Doktor. Sie haben ja unser volles Vertrauen, aber... Ich möchte Sie auf keinen Fall durch meine Bitte in Gefahr bringen. Reden Sie doch keinen Unsinn. Alles, was in diesem Zimmer besprochen wurde, wird nie ein Mensch erfahren. Ich dachte, du bist im Kino. Ich habe mir gedacht, du hast Durst. Und ein bisschen genäht und als ich dann auf die Uhr geguckt habe, war es schon zu spät. Dauert es noch lange? Ja, verzeih, ich muss das noch zu Ende lesen. Na gut, ich muss so lange auf die Couch und lese. Stört dich doch nicht, oder? Hey! Was heißt du? Ob es dich stört, dass ich lese?
einen Schnabel hältst. Immer wenn ich Ihren Plan in meinem See fliegen sah, habe ich an Sie gedacht. Wir haben uns so oft gefragt, ob Sie auch durchgekommen sind damals. Warum sind Sie eigentlich erst jetzt zurückgekommen? Und nicht gleich nach Beendigung des Krieges? Wegen meines Mannes. Er war schwer herzkrank. Ich wollte ihn nicht gerne alleine lassen, auch nicht für kurze Zeit. Und an eine Überfahrt war in seinem Zustand nicht zu denken. Vor 2 Monaten ist er gestorben. Wie oft habe ich mir drüben ausgemalt, wie das sein würde, wenn ich das alles hier wiedersehe. Jeden Abend habe ich an zu Hause gedacht. In meiner Fantasie war alles noch so, wie es früher mal gewesen ist. Ja, ich weiß, es war dumm von mir, aber es hat mir geholfen. Dass hier auch Bomben gefallen sein könnten. Sie werden alles wieder aufbauen, Frau Mendelsohn. Sie haben ja Gott sei Dank die Mittel dazu. Wo soll ich denn nun graben, Madame? Ja. Ein Glück, dass ich den Plan habe. Es hat sich doch allerhand verändert inzwischen. Also von der Birke 6 Schritte in Richtung auf die Buche da. Hier? Ja, da müsste es sein. Na, dann wollen wir mal. Übrigens haben wir Ihnen auch mal geschrieben, aber es kam keine Antwort. Mich hat nie eine Zeile von Ihnen erreicht. Naja, Gott, damals, unmittelbar nach dem Krieg, ist ja das häufig vorgekommen. Dabei hätte es mich sehr interessiert, wie Sie alles überstanden haben. Was ist eigentlich mit Ihrem Sohn, der nach England gegangen ist? Geht's ihm gut? Mein Sohn ist gefallen. Am 12. April 1945. Er hatte sich freiwillig in die englische Armee gemeldet. Das habe ich niemanden mehr. Aber das dürfen Sie nicht sagen, Frau Mendelsohn. Sie haben doch noch gute Freunde. Wir sind immer für Sie da, meine Frau und ich. Unmöglich. Ist das überhaupt die richtige Stelle, Frau Mendelsohn? Denken Sie mal scharf nach, vielleicht ist das gar nicht Ihr Versteck und gar nicht der Eimer, den Sie vergraben haben. Doch, doch, das ist der Eimer. Ich habe doch alles selber in Wachstuch eingenäht. Hier, das ist das Wachstuch. Man hat es einfach aufgeschnitten. Ja, dann gibt es nur die eine Möglichkeit, dass man sie damals hier beobachtet hat. Nein, das halte ich für ganz ausgeschlossen. Ich bin so vorsichtig gewesen. Ich hab so aufgepasst. Nein, das könnte ich beschwören, dass mich niemand gesehen hat. Und wie geht mit der Füllfederhalter hier in den Eimer? Ist das nicht Ihr Füllfederhalter? Nein, den habe ich nie im Leben gesehen. So einen Füllfederhalter habe ich nie besessen, weder ich noch mein Mann. Mein Vermögen, mein ganzes Vermögen weg. Einfach verschwunden. Das darf nicht wahr sein. Hier das Monogramm. MN, das ist ja mein Füllfederhalter. Ihr Füllfederhalter? Ja. Aber das ist doch ganz unmöglich, Herr Doktor. Wie käme denn der hier in den Eimer? Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ich ihn vermisst habe, schon seit Jahren. Ja, das ist gut. Aber Sie haben doch vorhin gesagt, Sie wären heute zum ersten Mal hier. Ja. Wieso haben Sie dann Ihren Füllfederhalter hier verlieren können? Ich habe ihn ja nicht hier verloren, das wäre ja vollkommen unmöglich. Ich habe ihn irgendwo verloren, irgendwo. Ich weiß das ja selbst nicht. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Sie haben ihn verloren und plötzlich taucht er hier auf? Ja, das ist ja das Unerklärliche. Das kann ich ja auch nicht begreifen.
Frau Mendelssohn, Sie glauben mir doch, Sie denken doch nicht etwa, dass ich... Nein, 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 Herr Doktor. Entschuldigen Sie nur, nein, darauf wäre ich doch nie gekommen. So einen schrecklichen Gedanken. Nur, was machen wir denn jetzt? Jetzt gehen wir zur Polizei sofort. Der Stadt eine Anzeige. Die Sache muss geklärt werden. Eh habe ich keine Ruhe. Anzeige? Aber gegen wen denn? Zunächst gegen Unbekannt. Das Weitere wird sich finden. Fräulein Friedsam, Sie waren also Hausangestellte im Hause von Dr. Nova und haben angegeben, dass Sie in der fraglichen Silvesternacht Ausgang hatten und es gegen 6:30 Uhr am Morgen wieder nach Hause kam. Na, nun erzählen Sie uns zuerst mal, was Sie noch am gleichen Tage in der Garage entdeckt haben. Meinen der Herr Vorsitzende jetzt das Fahrrad oder den Spaten? Beides. Naja, die waren auch dreckig. Wie kommt das denn nun eigentlich, dass Sie sich so ganz genau an das alles erinnern? Es ist doch schließlich schon eine ganze Weile her, nicht? Nee, den Silvester werde ich so schnell nicht wieder vergessen. Es war doch die Nacht, wo ich meinen Franz kennenlernte und da war am nächsten Tag doch der Krach wegen dem Füllfederhalter. Was war denn mit dem Füllfederhalter? Na, der Herr Doktor vermisste ihn und wir mussten ihn suchen. Wir haben das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Das war mir sehr unangenehm. Unser einer kommt ja immer zuerst in Verdacht. Und ich hatte ihn wirklich nicht genommen. Herr Vorsitzender, ich habe überhaupt noch nie etwas genommen. Und es war auch das allererste Mal, dass in dem Haus, wo ich angestellt war, irgendwas vermisst wurde. Ja, nun ziehen Sie sich mal diesen Füllfederhalter genau an. Ist das der Füllfederhalter, den Herr Dr. Nova am 1. Januar 1947 vermisst hat? Da, das Monogramm MN. Ja, ja, das ist er. Ah, danke. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Nein, 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 Sie müssen noch bleiben. Sie müssen jetzt die Fragen vom Herrn Staatsanwalt und vom Herrn Verteidiger beantworten. Fräulein Friedsam, wie lange haben Sie bei Dr. Nova gearbeitet? 6 Jahre. Eine lange Zeit. Da lernt man einen Menschen und seine Gewohnheiten recht gut kennen. Könnten Sie uns zum Beispiel sagen, wie lange Dr. Nova im Allgemeinen zu schlafen pflegte? Nicht lange. Wenn es draußen hell wurde, hielt es im Bett nicht länger aus. Er war immer schon vor mir auf. Ich glaube, das kommt vom Alter. Und nun frage ich Sie, um wie viel Uhr ist Dr. Nova an jenem 1. Januar 1947 aufgestanden? Erst kurz vor Mittag. Womit erklären Sie das? War er etwa krank? Nein, nein, das bestimmt nicht. Oder vielleicht sehr müde? Angenommen, er als Geistesschaffender, der körperliche Arbeit nicht gewohnt war, hätte vielleicht kurz vorm Schlafengehen noch im Garten gearbeitet. Ich bitte, diese Frage zurückzuweisen, Herr Vorsitzender. Der Herr Staatsanwalt versucht, die Zeugin zu beeinflussen, Vermutungen auszusprechen, an die sie selbst niemals gedacht hätte. Die Frage wird zurückgewiesen. Nun, dann nur noch eine letzte Frage. Wissen Sie, Fräulein Friedsam, wann Dr. Nova in jener Silvesternacht zu Bett gegangen war? Nein, das kann ich nicht sagen, weil ich doch mit meinem Franz aus war. Aber es muss wohl so um 12:30 gewesen sein. Denn ich erinnere mich noch ganz genau, dass mich die Frau am nächsten Tag gefragt hat, wie ich denn den Silvester verbracht hätte. Und dabei hat sie mir erzählt, sie wären nur bis Mitternacht aufgeblieben, um auf das neue Jahr anzustoßen. Und dann sind sie anschließend ins Bett gegangen. Das würde also bedeuten, dass Dr. Nova, der sonst an Schlaflosigkeit litt, ausgerechnet in jener Nacht fast 12 Stunden geschlafen hätte. Fräulein Friedsam, ich danke Ihnen. Fräulein Friedsam, in der Garage befanden sich zu jener Zeit nur Gartengeräte und das Fahrrad. Was suchten Sie eigentlich in der Garage? Den Füllfederhalter. Ja, jetzt erinnere ich mich ganz genau. Ich wusste schon gar nicht mehr, wo ich ihn suchen könnte. Und da dachte ich mir, vielleicht ist er dem Herrn Doktor in der Garage aus der Tasche gefallen, als er das Fahrrad abstellte. Ja, dann bleiben wir doch schön auf Ihrem Platz. Ja, das könnte stimmen. Aber das bedeutet wiederum, dass Sie ohne den verlorenen Füllfederhalter keinen Grund gehabt hätten, die Garage zu betreten. Stimmt's? Ja, das stimmt. Infolgedessen waren Sie also am 31. Dezember, als noch kein Füllfederhalter vermisst wurde, nicht in der Garage? Nein. Und der Woche davor auch nicht, womöglich schon seit Monaten nicht mehr? Nein, bestimmt nicht. Demzufolge muss der Spaten ja nicht erst in der Silvesternacht schmutzig geworden sein, wie es uns der sehr verehrte Herr Staatsanwalt hier einzureden versucht. Möglicherweise stand er schon seit Monaten so da. Und was das Schlafen bis gegen Mittag anbetrifft, nun, mein Mandant hatte sich eben einen kleinen Rausch angetrunken. Fräulein Friedsam, halten Sie Ihren früheren Arbeitgeber, Dr. Nova, für einen gemeinen Dieb, der imstande ist, eine unglückliche, schicksalsgeprüfte Frau auszuplündern? Nein. Fräulein Friedsam, ich danke Ihnen. Keine weiteren Fragen. Herr Bauer,
Sie waren doch mit Ihrer Frau Gemahlin in der Silvesternacht 46-47 bei der Familie Nova zu Gast. Ja. Können Sie sich daran erinnern, wie viel der Angeklagte in jener Nacht getrunken hat? Also, viel bestimmt nicht. Wir hatten nämlich nur eine Flasche Sekt für 4 Personen. Also, Sie können es beeiden, dass sich der Angeklagte in jener Nacht keinen Rausch angetrunken hatte? Nein, keineswegs. Das kleine Gläschen Sekt, also ich weiß nicht. Danke. Ich habe an den Zeugen keine weiteren Fragen mehr. Hermann ist gut. Sie gaben bei der Polizei an, dass Sie im Januar 1947 an den Angeklagten verschiedene Lebensmittel verkauft haben, die der Angeklagte mit Golddollar bezahlt haben soll. Jawohl, Herr Vorsitzender. Wie viel Golddollar haben Sie von dem Angeklagten bekommen? Ach, nicht viel. Ich war ja kein Unmensch, der arme Leute ausgenommen hat. Vielleicht 5 Dollar Stück. Hat Ihnen der Angeklagte gesagt, woher diese Golddollar stammten? Nein, aber hat mich auch nicht interessiert. Hauptsache, Golddollar waren echt. Staatsanwalt, haben Sie noch Fragen an Ihren Zeugen? Nein, danke. Aber ich, wenn es mir das Hohe Gericht gestattet. Bitte sehr. Herr Manescu, Sie waren doch damals Schwarzhändler, nicht wahr? Ich? Ich weiß nicht, was das mit dem Fall zu tun haben soll und erhebe daher Einspruch. Bitte, ich nehme den Ausdruck zurück und überlasse es dem Herrn Zeugen, seine damalige Tätigkeit selbst zu bezeichnen. Ich war Geschäftsmann. Na schön, Sie waren also Geschäftsmann. Sagen Sie mir doch bitte, war Dr. Nova Ihr einziger Kunde? Was? Ich habe damals die halbe Stadt gerettet vom Hungertod. Aber Sie wollen mir doch nicht sagen, dass Sie das umsonst getan hätten. Nein. Ich war Leutnant bei Königlicher Rumänischer Armee und nicht bei Halsarmee. Das hätte ich auch gar nicht vermutet. Aber verraten Sie uns doch bitte mal, womit sind Sie eigentlich bezahlt worden? Na, womit alle damals bezahlt haben. Mit Gold, Dollar, Zigaretten, anderes habe ich gar nicht angenommen. Das heißt, Sie haben also ständig gestohlene Dollar und Gold bekommen. Wieso gestohlen? Alle Leute vor dem Krieg haben versucht, Geld in Gold und Dollar umzutauschen. Im Krieg ist das die beste Devise. Und nach dem Krieg, als sie nichts zu essen gehabt haben, konnten sie ihre Golddollar nicht essen, haben umgetauscht gegen Lebensmittel. Danke, das gilt nämlich auch für meinen Mandanten. Diese 5 Golddollar waren nämlich seine ganzen Ersparnisse. Aber noch eine letzte Frage an Sie, Herr Manescu. Woher wissen Sie denn so genau, dass Sie das Geschäft mit meinem Mandanten im Januar 1947 gemacht haben? Wieso sind Sie dieses Zeitpunktes so sicher? Überlegen Sie es sich gut, dass Sie hier keinen Meineid leisten. Ich habe nie gesagt Januar. Ich habe gesagt 2. Winter nach Kriegende. Es könnte also ebenso gut schon im Dezember vor jener Silvesternacht gewesen sein. Ja. Danke, das Gericht. Frau Nova, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie als Ehefrau des Angeklagten die Aussage verweigern können. Wenn Sie aber aussagen, müssen Sie die reine Wahrheit sagen, denn Sie können möglicherweise später vereinigt werden. Bitte, ich möchte aussagen. Ich kann beschwören, dass er in der fraglichen Nacht die Villa für keine Sekunde verlassen hat. Und wieso schlief er so lange? Weil er ein wenig... Nun ja, weil er betrunken war. Von einem Gläschen Sekt? Nein, sondern von 2 Flaschen, die er fast allein ausgetrunken hat. Das war nämlich so, als wir damals die Bauers zu Silvester eingeladen hatten, da dachten wir, dass auch Sie etwas zu trinken mitbringen würden oder etwas zu essen. Sie wissen ja selber, wie knapp damals alles war. Und da konnte man doch erwarten, dass auch der andere was beisteuert. Naja, und Bauers brachten leider außer Hunger und Durst überhaupt nichts mit. Und da haben mein Mann und ich uns verständigt, sie so schnell als möglich loszuwerden. Deshalb sagten wir, dass wir nur eine Flasche haben und Martin spielte den Schläfrigen. Und als Bauers dann gegangen waren, da haben wir ganz allein weitergefeiert, bis der Morgen graute. Ja, das klingt ja alles sehr glaubwürdig. Aber wie erklären Sie sich die Sache mit dem Füllfederhalter? Wie kam der in den Eimer, aus dem der Täter ein ganzes Vermögen entwendete? Herr Vorsitzender, ich bin nur eine Frau und ich habe von juristischen Dingen keine Ahnung. Aber dieser Füllfederhalter ist für mich der Beweis der Unschuld meines Mannes. Man hat ihn ihm gestohlen und in den Eimer gelegt, um den Verdacht auf ihn zu lenken. Recht hat
Stasi. Bravo, Spindler. Ruhe, bitte, Ruhe. Seit Wochen ist das Bild meines Mannes in allen Zeitungen zu sehen und man sucht nach Leuten, die ihm in jener Nacht begegnet sind. Es war Silvester. Die Straßen wimmelten von fröhlichen Menschen. Da hätte doch ein grauhaariger Herr, der mit einem Spaten in der Hand durch die Nacht radelt, unbedingt auffallen müssen. Er hätte Hunderten auffallen müssen. Aber hat sich bis jetzt nur ein einziger gemeldet, der ihn gesehen hat? Ja. Hohes Gericht, ich beantrage die Vernehmung des Musikstudenten Ferry Meitner, der sich aufgrund der Berichte, die in den Zeitungen über diesen Prozess erschienen sind, soeben bei mir gemeldet hat. Ich verbiete ausdrücklich nochmals das Fotografieren. In der Silvesternacht des Jahres 1946 auf 47 kam ich auf dem Nachhauseweg an dem Grundstück Gartenweg 9 vorbei. Das ist ganz in der Nähe meiner Wohnung. Bitte sprechen Sie etwas lauter. Ich erinnere mich deshalb so genau, weil ich an jenem Abend aushilfsweise in der Roxy-Bar gespielt habe und sonst nicht so spät unterwegs war. An dem Gartentor brannte eine Laterne und im Schein dieser Laterne sah ich einen großen, grauhaarigen Mann, der suchend im Garten auf und ab ging. Er trug, so viel ich beobachten konnte, einen Spaten und ein Stück Papier in der Hand. Hohes Gericht! Ich stelle den Antrag festzustellen, ob damals überhaupt eine Straßenlaterne brannte. Zu Ihrer Beruhigung, Herr Verteidiger, die Sache wird bereits überprüft. Herr Meitner, würden Sie den Mann wiedererkennen? Ja. Stehen Sie auf, Herr Nover. Herr Meitner, erkennen Sie in dem Angeklagten den Mann, den Sie damals im Garten gesehen haben? Ja. Aber Sie haben ihn ja gar nicht angesehen. Wie wollen Sie denn dann wissen, ob er... Ich habe doch sein Bild gestern in der Zeitung erkannt. Und als ich gelesen habe, um was es in diesem Prozess geht, hielt ich es für meine Pflicht, mich zu melden. Herr Meitner, ich nehme an, dass Sie damals einiges getrunken hatten. Das tut doch jeder in der Silvesternacht. Und es ist bekannt, dass eine größere Menge Alkohol das Sehvermögen recht empfindlich stören kann. Es gab damals sehr wenig zu trinken, Herr Vorsitzender. Ich glaube wohl sagen zu dürfen, dass ich nüchtern war. Wie lange war Ihr Nachhauseweg, Herr Meitner? Von der Roxy-Bar bis zu meiner Wohnung geht man ungefähr eine halbe Stunde. Na also, Herr Verteidiger, wenn Sie schon auf den Alkohol anspielen, dann wissen Sie auch, dass jemand, der eine halbe Stunde an der frischen Luft ist, wieder einen ganz klaren Kopf hat. Soeben trifft der Bericht des Amts für öffentliche Ordnung ein. In der fraglichen Nacht brannte bereits die Straßenbeleuchtung vor dem Grundstück Gartenweg 9. Ich frage Sie, Herr Meitner, ist der Angeklagte der Mann, den Sie gesehen haben? Ja, ich sagte doch bereits, er ist es. Bitte schauen Sie den Angeklagten nochmals an. Sind Sie wirklich sicher? Ja, ich bin ganz sicher, Herr Vorsitzender. Der Zeuge muss ich irren, er hat mich verwechselt. Ich war nur ein einziges Mal auf diesem Grundstück, und zwar an jedem Tag, als ich mit Frau Mendelssohn diese entsetzliche Entdeckung machte. Herr Meitner, das Gericht wird Sie jetzt vereidigen. Wir schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Erheben Sie die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Zehn Jahre Zuchthaus. Nicht auszudenken, wenn der Mann unschuldig ist. Unschuldig, sagst du? Ist doch nicht möglich. Natürlich ist das möglich. Habe ich dir doch erklärt. In diesem Fall hätte man auch seiner Frau Unrecht getan. Auch wenn es nur 3 Monate waren. Willst du auch einen Schnaps? Was, die hat man auch verurteilt? Ja. Wegen falscher Aussage vor Gericht. Aber wenn ihr Mann unschuldig sein sollte, dann ist sie es doch auch. Dann war doch ihre Aussage richtig. Schrecklich. Du musst was unternehmen. Unbedingt. Wie stellst du dir das vor? Der Mann ist rechtskräftig verurteilt worden. Er hat einen ordentlichen Prozess gehabt, er hat alle Möglichkeiten wahrgenommen. Soll ich da plötzlich kommen und behaupten, entschuldigen Sie, meine Herren, aber ich habe das Gefühl, hier stimmt was nicht? Allerdings sollst du das. Auf dein Gefühl kann man sich meist verlassen. Vielen Dank. Nein, nein, das ist eine zweischneidige Angelegenheit, alte Sachen wieder auszugraben. Glaubst du, ich bin klüger als Richter, Staatsanwälte und Verteidiger zusammengenommen?
Aber du hast mir doch immer gesagt, ein Mensch kann nur verurteilt werden, wenn an seiner Schuld kein vernünftiger Zweifel mehr besteht. Genau. Du zweifelst doch jetzt. Da musst du doch alles dran setzen, was du nur kannst, um dem Menschen zu helfen. Außerdem wäre es ganz gut, dass du mal zeigst, dass du mehr kannst als diesen täglichen Routinekram. Und wenn ich einen Misserfolg habe? Nur Kosten, Mühe und Ärger. Das ist nicht zu ändern. Sowas musst du in Kauf nehmen. Ich kann es sehr gut verstehen, lieber Bayer. Ich war auch mal jung und hatte Ideale, aber die habe ich mir in den langen Jahren hier gründlich abgewöhnt. Ich bestreite gar nicht, dass auch mal ein Unschuldiger durch unglückliche Umstände in die Maschen des Gesetzes geraten kann. Aber Ihr Nova gehört nicht dazu. Gerade in seinem Falle sind Ermittlungen mit besonderer Sorgfalt geführt worden. Es handelte sich immerhin um einen angesehenen Mann, noch dazu einen Juristen. Ich habe mir jetzt diese Prozessakten genau durchgelesen und den Mann in der Strafanstalt gesehen. Er ist zweifellos hochintelligent. Es will mir nicht in den Kopf, dass ein solcher Mann so primitiv, so kindisch vorgegangen sein soll. Aber er musste doch annehmen, dass diese Frau Mendelssohn nie mehr zurückkehren würde. Der Krieg war schon jahrelang zu Ende und weder sie, noch ihr Mann, noch ihr Sohn hatten sich bei ihm gemeldet. Ja, zugegeben, das ist ein Motiv, aber in erster Linie ist er doch auf die Aussagen dieses Meitner hin verurteilt worden. Und dieser Mann will ihn anhand von Zeitungsfotos erkannt haben. Herr Kriminalrat, Zeugen können sich irren. Bei dem nächtlichen Lokaltermin auf dem Grundstück Gartenweg 9 hat der Zeuge Meitner unter 6 Personen einwandfrei Dr. Nova als die gesuchte Person ermittelt. Und außerdem bleibt immer noch die Sache mit dem Füllfederhalter. Oder können Sie vielleicht erklären, wieso der in dem Eimer gefunden wurde? Noch nicht. Oder vielleicht doch? Sehen Sie? Sie haben es gehört. Und genauso hätte es Dr. Nova hören müssen, wenn der Füllfederhalter in den Blecheimer gefallen war. Denn er lag da auf dem Boden des Eimers, oder etwa nicht? Vergessen Sie nicht, das war Silvesternacht. Und knallend Geschrei auf der Straße. Da kann er es überhört haben. Kann. Ja, das glaube ich eben nicht. Nein, für mich ist der Fall ganz klar. Jemand hat mit böser Absicht den Füllfederhalter in den Eimer hinein praktiziert, um ihn zu belasten. Sie haben schon eine blühende Fantasie. Wer soll denn das gewesen sein? Das will ich ja gerade herauskriegen. Herr Kriminalrat, ich möchte Sie um Urlaub bitten. Ich habe noch 14 Tage gut. Ich wollte ihn ja eigentlich später nehmen, aber der Fall lässt mir keine Ruhe. Sie sind schon ein hartnäckiger Bursche. Nein, natürlich nehmen Sie sich Ihren Urlaub. Ich wusste ja, dass ich mich auf Sie verlassen kann, Herr Kriminalrat. Über eins sind wir uns aber klar, Inspektor Bayer. Nur private Ermittlungen, keine Amtshandlungen ohne Ihre ausdrückliche Genehmigung. Sie wollten mich sprechen? Ja. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Danke. Mein Name ist Bayer, Kriminalinspektor. Zigarette? Nein, danke. Ich bin Ihretwegen gekommen. Meinetwegen? Ja. Herr Dr. Nova, ich beschäftige mich seit kurzem mit Ihrem Fall und ich möchte Ihnen sagen, dass es noch mehrere Leute gibt, die an Ihre Unschuld glauben. Außer Frau Mendelssohn und Ihrer Frau. Zum Beispiel ich. Sehr gütig von Ihnen. Aber ich habe die Hoffnung längst aufgegeben. Mein Verteidiger hat sie aufgegeben und meine Frau auch. Übrigens ist Helene nicht mehr meine Frau. Was? Sie hat sich scheiden lassen? Nein, sie nicht. Sie hätte das nie getan. Ich habe auf der Scheidung bestanden. Konnte einer Frau wie Helene nicht zumuten, ihren besten Jahren an einen Zuchthäusler gekettet zu sein. Ich verstehe. Besucht sie sie manchmal? Sie wollte es natürlich. Aber ich habe abgelehnt. Es wäre zu schwer für mich. Man kann das Leben hier nur ertragen, wenn man alles, was von draußen kommt, abgeschrieben hat. Mir ist es schon nicht recht, dass sie mir jeden Monat ein Paket schickt, aber ich habe einfach nicht das Herz, es zurückzuweisen. Könnten Sie mir
Ihre Adresse geben. Ja, sie musste umziehen. Sie musste unser Haus aufgeben. Sie hat jetzt ein kleines Appartement in der Langerstraße 17, erste Etage. Ein Portier fragen. Sie wollen sicher zu Frau Nova. Die ist verreist. Ach, das ist aber dumm. Können Sie vielleicht sagen, wann sie wiederkommt? Schwer zu sagen. Sie ist meistens unterwegs. Sie ist doch Reiseleiterin irgendwo. Die muss sich doch selbst ernähren, diese arme Frau. Ihr Mann sitzt. Hat krumme Sachen gemacht, Unterschlagung. Naja, ich muss schon sagen, wenn das meiner wäre, er kriegte was anderes als Pakete. Von wo schickt sie denn die Pakete? Das muss ich immer erledigen. Dafür schickt sie mir pünktlich das Geld. Und von wo schickt sie das Geld? Es kommt fast immer aus einer anderen Stadt. Manchmal aus dem Ausland. Abi. Ja, ich komme. Was ist denn da raus? Ich glaube Italien. Komm schon, vielen Dank. Dann komme ich ein andermal wieder vorbei. Ich sage Ihnen, Dr. Nova ist es nicht gewesen. Nie und nimmer. Ich weiß, es ist eine Gefühlssache und ich stehe auch ziemlich alleine da mit der Meinung. Jedenfalls bete ich jeden Tag zu Gott, dass sich seine Unschuld herausstellt. Bitte schön. Und dass sich der wahre Täter endlich verrät. Ja, sehen Sie, ich bin der Meinung, dass er sich bereits verraten haben müsste. Er muss doch versucht haben, seine Beute loszuwerden. Was will er sonst mit den ganzen Dollar? Ja, aber die Goldbarren, die sehen alle gleich aus. Und die Dollars kann er auch ausgeben, ja. Ohne jede Gefahr. Natürlich, aber was ist mit dem Schmuck? Davon ist auch nicht wieder aufgetaucht, hat die Polizei gesagt. Ja, ja, ich weiß. Aber es waren doch sehr kostbare und besonders markante Stücke darunter. Schauen Sie mal, hier dieser Smaragd zum Beispiel. Ja, das ist ein Erbstück von meiner Großmutter. Ach. Der Großvater hat ihn ihr geschenkt zur Geburt ihres ersten Kindes. Mhm. Das ist ein uraltes Bild. Sie werden mich gar nicht drauf erkennen. Oh, ich erkenne Sie schon. Ach, ich wünsche mir ja so, dass Sie Erfolg haben. Nicht meinetwegen. Glauben Sie mir. Geld ist nicht das Schlimmste, was man verlieren kann. Hallo, Marlene. Hallo, Herr Inspektor. Ja, Sie sehen ja prächtig aus. Ihnen scheint es gut zu gehen. Oh ja, mir scheint die Sonne wieder. Aber Sie sind sicher nicht gekommen, um mir Komplimente zu machen. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie im Moment Zeit für mich? Oh ja, bitte sehr. Marlene, ich bin auf der Suche nach einem smaragden, lupenreinen, erstklassig geschliffen. Haben Sie in der Lotterie gewonnen? Nein, das ist mein Ernst, Marlene. Ein Täubchen hat mir zugeflüstert, dass Sie wahrscheinlich einen solchen smaragden mal gesehen haben. Da hat sich das Täubchen aber geirrt. Ich habe mit Steinen nichts mehr zu tun. Momentan. Wirklich nichts? Marlene? Hey. So etwas habe ich noch nie gesehen. Hey. Lieber Himmel. Ein Smaragd 15 Karat. Den hätte ich aber liebend gern mal in der Hand. Leider. Fehlanzeige. Wollen Sie nicht noch mal scharf nachdenken? Erkundigen Sie sich doch in der Schleiferbranche. Die Leute müssen doch sehr ungeschickt sein, wenn sie einen solchen Stein noch immer nicht umfrisiert hätten. Haben Sie da einen bestimmten Herrn im Auge? Einen? Ich glaube, jetzt könnte man ihm sogar den alten Besitzer in die Hand drücken. Der würde seinen eigenen Stein nicht wiedererkennen. Beeil dich. Ritchie muss gleich kommen. Von mir aus kann er kommen. Ich bin fertig. 300 Piepen. Und dann an einem Tag fertig. Solche Preise kannst auch nur du machen.
Das ist er. Lass mich mal mit ihm reden. Ich mach schon auf. Ach, Herr Inspektor. Na sowas. Er ist aber wirklich eine Überraschung. Tag, Charlie. Was will denn die Polizei schon wieder? Störst du sie gerade bei der Arbeit? Mich? Nein, nein, ich arbeite ja nicht mehr. Nicht? Wovon leben Sie denn? Oh, Sie haben Charlie missverstanden, Herr Inspektor. Charlie meinte natürlich nur, dass er mit heißer Ware nichts mehr zu tun hat. Ah, das freut mich zu hören. Darf ich mich einen Moment setzen? Oh, leider, wir erwarten gerade jemanden. Ach so, ja, ich will auch nicht länger stören. Und falls mich Ihr Gast zufällig doch mal hier antreffen sollte, jetzt, wo Charlie sich gebessert hat, kann es doch niemand sein, dem eine Begegnung mit mir peinlich sein könnte, oder? Nein. Oh, nein. Wo denken Sie hin, Herr Inspektor? Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Ja. Aber dürfen wir jetzt fragen, was uns das Vergnügen schafft? Ja, das Vergnügen hatten in den letzten 3 Tagen schon mehrere Kollegen Ihres verehrten Herrn gemalt. Ich bin nämlich auf der Suche nach etwas ganz Bestimmten. Und ich habe so das Gefühl, hier bin ich richtig. Haben Sie einen Haussuchungsbefehl? Nein, im Moment noch nicht, aber mein Kollege wird hier im Moment eintreffen. Und ich glaube, wir werden mit jener Schublade beginnen. Vielleicht befindet sich dort dieser 15-karätige Smaragd. Aber der ist doch schon längst. Was? Was ist mit dem schon längst? Was ist mit ihm schon längst? Passen Sie auf, Charlie. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich weiß, dass Sie diesen Stein umgearbeitet haben. Ich weiß auch, dass ich in dieser Schublade zurzeit eine heiße Ware befindet. Aber widersprechen Sie nicht, ich weiß mehr als denken. Aber ich schwöre Ihnen, Herr... Lass doch den Quatsch. Du hörst, der Herr Inspektor will uns einen Vorschlag machen, also? Mich interessiert nicht, was sich zurzeit in dieser Schublade befindet. Ich will auch vergessen, dass Sie mit dem Smaragd jemals etwas zu tun gehabt haben. Wenn... Wenn? Wenn? Wenn Sie mir verraten, wer Ihr Auftraggeber war. Keine Ahnung. Da war ja ein Mittelsmann eingeschaltet, den ich nie zuvor gesehen hatte. Aber ich könnte... Was? Ich könnte Ihnen verraten, wie der Smaragd jetzt aussieht und wo Sie ihn eventuell finden könnten. Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Inspektor. Danke. Ja, schöne Arbeit, nicht? Mark wohnt also in Wien. Ich habe mir unseren Urlaub zwar anders vorgestellt, aber bitte, Wien ist ja auch ganz schön. Dann eben später an die Adria. Na, hör mal, Adria, woher nehmen wir das Geld dazu? Wir haben doch unsere Reisekasse. Na, die wird sehr schnell ein großes Loch kriegen. Wenn ich erst anfange mit den Ermittlungen, dann entstehen doch Spesen. Aber wenn du Erfolg hast, dann bekommst du deine Ausgaben doch wieder, oder? Ja, wenn ich Erfolg habe. Dann bin ich beruhigt. Oh, meine kleine Optimistin. Schmuck beim Juwelier Haupt am Graben gekauft. Das erste Haus am Platz. Vor 2 Jahren. Ein Geschenk an meine Frau. Gestatten Sie, Herr Müller-Mark? Ja, bitteschön. Steht Ihnen natürlich frei, sich zu informieren. Ich lege sogar den größten Wert darauf. Das ist doch ausgeschlossen, dass Herr Juwelier Haupt mir einen Schmuck dunkler Herkunft verkauft hat. Aber geht's. Unsere
Firma besteht seit über 50 Jahren, Herr Spector. Der Name Haupt ist eine Gütemarke. Ihr Verdacht, es könnte sich um eine gestohlene Ware handeln, ist völlig abwegig. Im Allgemeinen verarbeiten wir unseren Schmuck selbst. Aber Herr Müller-Mark ist ein ausgezeichneter Kunde und er wollte seiner Frau etwas Besonderes schenken, ein lupenreines Smaragd über 10 Karat. Ich hatte damals nichts derartiges anzubieten und wandte mich an meinen Steinhändler. Ihm ist es dann auch gelungen, einen Schmuck aufzutreiben, der den Ansprüchen von Herrn Müller-Mark entsprach. Es liegt mir natürlich völlig fern, Ihre renommierte Firma zu verdächtigen, aber Sie müssen verstehen, ich muss jeder Spur nachgehen. Könnten Sie mir die Adresse dieses Steinhändlers nennen? Auch da werden Sie wenig Glück haben, Herr Inspektor. Herr Waraschitz ist der erste Edelsteinhändler Europas. Ein Mann von internationalem Renommee. Das Büro von Herrn Waraschitz befindet sich Schottengasse 108, direkt gegenüber von der Votivkirche. Ja, es kam seinerzeit eine gewisse Ilona Bekeschi zu mir. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Sie war gerade aus Ungarn geflüchtet, hat mir den ganzen Familienschmuck angeboten. Das Einzige, was sie gerettet hat, selbstverständlich hat sie sich legitimiert. Ach, war das eine bezaubernde Frau. Elegant, schwarzhaarig, gescheit und fest. So was begegnet man in tolle Tage nicht. Selbstverständlich habe ich mich über sie erkundigt. Und ihr den Kaufpreis erst 3 Wochen später ausbezahlt. Also das stimmt alles, sage ich. Nur schauen Sie, die Bekeschis sind, das heißt, sie waren sehr reiche und angesehene Leute in Budapest. Verwandte von ihr, denen es nicht gelungen ist, herauszukommen. Na, die leben doch heute noch da. Können Sie sich zufällig an Ihre Adresse erinnern? Ja, warten Sie mal, natürlich, es muss ja da drinnen stehen. Die wohnten damals in der Pension Alt-Wien in der Spiegelgasse. Aber leider habe ich sie ganz aus den Augen verloren. Ich habe nichts mehr von ihnen gehört. Leider. Guten Tag. Guten Abend. Sie wünschen? Ich hätte eine Nachricht für Frau Ilona Bekeschi. Für die Frau Bekeschi? Die wohnt aber nicht mehr da. Schon lange nicht mehr. Ach, das ist aber schade. Könnten Sie mir sagen, wo sie hingezogen ist? Nein, das weiß ich leider nicht. Guten Abend. Das war eine feine Dame, die wir gern mögen. Schon wieder früh, da hat sich die ein Frühstück bestellt. Mit Schinken und Eier und Kompott. Und Krochen hat sie immer. Französisch, wunderbar. Und die Unterwäsche, alles aus Seide. Was nicht sagen. Tja, ich sag Ihnen, von dir in die Kreuzung kommen ist, da hat der Wachmann salutiert und das Licht gleich auf grün gestellt. Muss ja tatsächlich eine besondere Dame gewesen sein. Ja. Dann hat sie auch wohl viele Verehrer gehabt, wie? Ja, also hierher ist keiner gekommen, aber ein jeder hat ihr nachgeschaut, ein jeder. So schöne schwarze Haare hat's gehabt und ganz große Augen. Und tanzt hat's gern. Jeden Abend ist sie ausgegangen in die Bar. Guten Abend, Herr Doktor. Und heimkommen ist sie erst in der Früh. Wo ist sie denn dann so immer hingegangen? Hm? Ja, singst, das weiß ich nicht. Aber weit kann's nicht gewesen sein. Denn sie ist immer zu Fuß gegangen. Oh weh. Ich muss mich schleichen. Aber wenn der Herr warten wollen, ich bin gleich wieder da. Ja, was ist? Ich bin ja eh schon in Eile. Bin gleich wieder da. Grünes Licht, zu Fuß gegangen, seidene Unterwäsche, Komfort. Grünes Licht, zu Fuß gegangen, seidene Unterwäsche, Komfort. Seidene Unterwäsche? Nein, nein, zu Fuß gegangen. Wer ist zu Fuß gegangen? Na, die Ilona Bekeschi. Guck mal, ich habe hier schon 3 Bars angekreuzt. Das ist die Moulin Rouge, Kaiserbar und Casanova. Da ist noch eine. Ah ja, Chattanooga. Alles in unmittelbarer Nähe von der Pension Alt-Wien. Da willst du überall mit mir hin, gell? Na klar. Wunderbar. Jedenfalls verdanke ich dieser Frau Bekeschi. Bekeschi. Bekeschi, dass ich endlich mal mit ihr ausgehen kann. Ja. Manfred, meine Kette ist weg. Ach Unsinn, bei dir ist doch immer was. Der kriegt doch richtig nach. Nein, sie ist wirklich nicht da. Sieh doch selbst. Tatsächlich, sie ist nicht da. Verstehst du das? Muss dir jemand gestohlen haben. Das ist doch unmöglich. Der Schlüssel hängt hier am Schlüsselbund. Der Schlüsselbund liegt immer in meiner Handtasche und die Handtasche trage ich doch immer bei mir. Wenn da einer reingegangen wäre, das hätte ich doch gemerkt. Wirklich? Das einzig gute Stück, das ich habe. Oh, du Schuft, du Elendiger. Wie hast denn du das gemacht? Ganz einfach. Jeder Mensch schläft doch mal. Da habe ich dir den Schlüssel weggenommen, als du schliefst. Und genauso muss es der Täter bei Dr. Nova gemacht haben. Großartig. Ich bin sehr stolz auf dich. Mein Herr? Meine Dame?
Sie sind heute Abend mein Gast. Na, fabelhaft. Kunststück, wo ich nichts trinke. Ich möchte nicht Polizeibeamter werden. Viel zu anstrengend. 6 Bars an einem Abend. Hey, nur 3. Du siehst ja schon alles doppelt. Hast du einen kleinen Schwips, ne? Ja, aber einen dienstlichen. Soll ich dir jetzt ein Geheimnis anvertrauen? Ich finde es hier wundervoll. Also ich nicht. Portier ist neu, Garderobenfrau ist neu, die Ober sind neu. Alles neu. Wie soll sich hier jemand an Ilona Bekeschi erinnern? Wie ist denn das? Keine. Also mit dir ist heute nichts mehr anzufangen. Komm, wir gehen jetzt an die Bar und ich lade dich zu einem doppelten Selterswasser ein. Die Herrschaften wünschen. Ja, ich hätte gerne für meine Frau einen... Scotch! Und den Herrn? Ich hätte gerne einmal den Besitzer gesprochen. Bitte sehr. Herr Meitner, bitte. Was war denn so? Sehe nicht gut? Also ein Schwitz, ne? Was kann ich für Sie tun, meine Herrschaft? Wir wollten Sie nämlich etwas fragen. Ja, wir wollten fragen, wie Sie das schaffen, dass in diesem Lokal so eine außerordentlich hübsche Atmosphäre herrscht. Es ist so gemütlich bei Ihnen. Die Herrschaften sind fremd in Wien? Ja, wir kommen aus München, aber nicht als Touristen. Oh nein, mein Mann hat einen ganz speziellen Grund. Kennen Sie München, Herr? Meitner, mein Name. Na, und ob ich München kenne, ich habe dort Musik studiert, gleich nach dem Krieg. Ursprünglich wollte ich nämlich Dirigent werden, aber leider hat es dazu nicht gereicht. Na, hören Sie, dieses Lokal muss doch auch eine Kleinigkeit gekostet haben. Oh, eine kleine Erbschaft. Gute Nacht, Leo. Du wolltest ihn doch was fragen, oder? Nein, 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 nein. Du hast genug getrunken, jetzt gibt's keinen Alkohol mehr. Verzeihen, Herrschaften. Herr Meitner, die Polizei fragt mich. Wieder? Ich habe nämlich die schlechte Gewohnheit, meinen Wagen unterm Halterverbotsschild zu parken. Sie entschuldigen. Bitte. Der ist richtig nett, ne? Ja, ein Typ für Frauen. Mein Dummerchen, du. Aber vor allem, Sie vernachlässigen Ihre Pflicht, mein sehr verehrter Herr. Herr Meit! Ja, nicht eine einzige Frage haben Sie gestellt. Schließlich sind Sie doch nicht nach Wien gekommen, um sich zu betrinken. Verzeihung, Herr Kriminalrat, aber man muss ja schließlich auch mal ans Vergnügen denken. Ich glaube. Christian, wünschen die Herrschaften ein Taxi? Nein, 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 wir sind selbst mit dem Wagen da. Wäre noch leider nicht mit dem da. Ist ein klasse Wagen, nicht wahr? Gehört dem Chef. Mhm. Herrn Meitner? Ja. Ach, wissen Sie was? Bestellen Sie doch ein Taxi. Wir Sie wünschen. Ein Taxi? Wozu? Weil du jetzt hübsch brav allein nach Hause fahren wirst. Ich habe nämlich noch etwas vor. Landkneper, wohin fahren wir? Jetzt bin ich nämlich richtig im Dienst. Ah, ich verstehe. Schließlich muss man auch mal was fürs Vergnügen tun, was? Du? Also damit, Herr Meitner. Da bin ich, Herr Meitner. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Dankeschön, gute Nacht. Danke. Danke.
Das kann doch nicht wahr sein. Aber was geschieht denn jetzt? Du kannst sie doch hier in Wien gar nicht verhaften. Natürlich nicht. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Jetzt werde ich erstmal Frau Mendelssohn anrufen. Was willst du mit Frau Mendelssohn? Ich soll sofort nach Wien rüberkommen. Ja, hallo. Guten Morgen. Ja, ich hätte gern... Nein, kein Frühstück. Eine Nummer in München. Und zwar 476265. Und zwar dringend. Ja. Dankeschön. Wo habe ich denn jetzt die Nummer von dem Baraschitz? Was willst du denn mit dem? Mit dem habe ich noch ganz was Besonderes vor. Grüß Gott, Frau. Könnten wir an Meitner sprechen? Er ist gerade weggegangen. Ich bin Frau Meitner. Worum handelt es sich bitte? Bitte schön, wir kommen von der Kriminalpolizei. Um Gottes Willen, es ist doch nichts passiert. Wollen Sie nicht hereinkommen? Dankeschön. Ich bin zwar auf Besuch nicht vorbereitet, aber... Auf den bestimmt nicht. Bitte schön. Darf ich Ihnen vielleicht etwas anbieten? Nein, nein, danke vielmals. Dürfen wir Platz nehmen? Natürlich. Bitte sehr. Dankeschön. Darf ich fragen, worum es sich handelt? Eine reine Formalitätssache meinerseits. Amtshilfe. Mein Kollege ist aus München. Gestatten Sie, mein Name ist Bayer. Sie sind doch die geschiedene Frau von Dr. Nova, nicht wahr? Handelt es sich um ihn? Ja, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Es haben sich gewisse Anhaltspunkte ergeben, wonach Ihr Mann, Ihr geschiedener Mann, unschuldig ist. Ja, das habe ich doch immer gesagt. Ja, und um das Wiederaufnahmeverfahren einzureichen, benötige ich Ihre Unterschrift, wenn Sie bitte hier unterschreiben möchten. Bitte schön. Kommt in der Füllfederhalter bekannt vor? Ja, das ist der Füllfederhalter meines Mannes. Sehen Sie, und diesen Füllfederhalter haben Sie in den Eimer praktiziert, um den Diebstahl Ihrem Mann in die Schuhe zu schieben. Sie widersprechen Sie nicht. Sie haben seelenruhig Ihren Mann ins Zuchthaus wandern lassen, nur um freie Bahn für Sie und Ihren geliebten Herrn Meitner zu haben. Sie sind wahnsinnig geworden. Ich verbitte mir diesen Ton. Ich will sofort zu meinem Mann. Darf ich bekannt machen, das ist Herr Waraschitz. Wir kennen uns doch, Frau Bekeschi, nicht wahr? Bekeschi? Sie müssen mich mit jemand verwechseln. Ausgeschlossen, Frau Bekeschi. Sie sind schon die Dame, die mir seinerzeit den Smaragd verkauft hat. Allerdings waren Sie damals schwarzhaarig. Aber blond steht Ihnen mindestens ebenso gut. Ich sage kein Wort, bevor ich nicht mit meinem Anwalt gesprochen habe. Es tut mir aufrichtig leid, Gnädigste, aber ich muss Sie leider bis zur Klärung der Angelegenheit vorläufig festnehmen. Bitte schön, darf ich bitten. Mein Gott, wenn Dr. Nova erfährt, dass ausgerechnet seine eigene Frau... Na, Hauptsache, dass er jetzt endlich freikommt. Das ist jetzt nur noch eine Formsache, Gnefa. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, wie Sie das gemacht haben. Na, was habe ich dir gesagt? Auf dein Gefühl kann man sich verlassen. Thank you.
nach England gegangen ist. Geht's ihm gut? Mein Sohn ist gefallen. Am 12. April 1945. Er hatte sich freiwillig in die englische Armee gemeldet. Das habe ich niemanden mehr. Na, aber das dürfen wir Sie nicht sagen, Frau Mendelssohn. Sie haben doch noch gute Freunde. Wir sind immer für Sie da, meine Frau und ich. Ganz unmöglich. Ist das überhaupt die richtige Stelle, Frau Mendelssohn? Denken Sie mal scharf nach. Vielleicht ist das gar nicht Ihr Versteck und gar nicht der Eimer, den Sie vergraben haben. Doch, doch, das ist der Eimer. Ich habe doch alles selber in Wachstuch eingenäht. Hier, das ist das Wachstuch. Man hat es einfach aufgeschnitten. Ja, dann gibt es nur die eine Möglichkeit, dass man sie damals hier beobachtet hat. Nein, das halte ich für ganz ausgeschlossen. Ich bin so vorsichtig gewesen. Ich hab so aufgepasst. Nein, das könnte ich beschwören, dass mich niemand gesehen hat. Und wie gebe der Füllfederhalter hier in den Eimer? Ist das nicht Ihr Füllfederhalter? Nein, den habe ich nie im Leben gesehen. So einen Füllfederhalter habe ich nie besessen, weder ich noch mein Mann. Mein Vermögen, mein ganzes Vermögen weg, einfach verschwunden. Das darf nicht wahr sein. Hier das Monogramm. MN, das ist ja mein Füllfederhalter. Ihr Füllfederhalter? Ja. Aber das ist doch ganz unmöglich, Herr Doktor. Wie käme denn der hier in den Eimer? Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ich ihn vermisst habe, schon seit Jahren. Ja, das ist gut. Aber Sie haben doch vorhin gesagt, Sie wären heute zum ersten Mal hier. Ja. Wieso haben Sie dann Ihren Füllfederhalter hier verlieren können? Ich habe ihn ja nicht hier verloren, das wäre ja vollkommen unmöglich. Das ist doch fast aussichtslos. Ach, was haben wir denn noch zu verlieren? Herr Doktor, Sie haben uns die ganze Zeit über geholfen. Doch, doch, einer der wenigen. Ich habe noch eine Bitte an Sie und darum bin ich gekommen. Bitte verfügen Sie an mich, ich will ja alles tun, was in meiner Macht steht, ist nur leider sehr wenig. Bitte, nehmen Sie das an sich. Das ist ein Lageplan. Die Straße und die Hausnummer habe ich vorsichtshalber weggelassen. Die kennen Sie ja. Ich habe in unserem Garten unser ganzes Vermögen vergraben. Gold und Schmuck und Wertsachen, eben alles, was wir besitzen. Es mit auf die Flucht zu nehmen, das schien mir zu riskant. Vielleicht geschieht ein Wunder und wir können eines Tages wieder zurückkommen, wenn der Spuk vorbei ist. Oder unser Sohn kommt aus England zurück und meldet sich bei Ihnen. Dann geben Sie bitte die Skizze. Na gut, Frau, unterschreiben Sie aber bitte auf alle Fälle diese Generalvollmacht, damit ich Sie in allen Rechts- und Vermögensangelegenheiten vertreten kann. Natürlich, Herr Doktor. Sie haben ja unser volles Vertrauen. Aber ich möchte Sie auf keinen Fall durch meine Bitte in Gefahr bringen. Reden Sie doch keinen Unsinn. Alles, was in diesem Zimmer besprochen wurde, wird nie ein Mensch erfahren. Ich dachte, du bist im Kino. Ich habe mir gedacht, du hast Durst. Nur ein bisschen genäht und als ich dann auf die Uhr geguckt habe, war es schon zu spät. Dauert es noch lange? Ja, verzeih, ich muss das noch zu Ende lesen. Na gut, ich muss so lange auf die Couch und lese. Stört dich doch nicht, oder? Hey! Was heißt du? Ob es dich stört, dass ich lese? Na, na. Wenn du keinen Schnabel hältst.
Immer wenn ich Ihren Plan in meinem See fliegen sah, habe ich an Sie gedacht. Wir haben uns so oft gefragt, ob Sie auch durchgekommen sind damals. Warum sind Sie eigentlich erst jetzt zurückgekommen? Und nicht gleich nach Beendigung des Krieges? Wegen meines Mannes. Er war schwer herzkrank. Ich wollte ihn nicht gerne alleine lassen, auch nicht für kurze Zeit. Und an eine Überfahrt war in seinem Zustand nicht zu denken. Vor 2 Monaten ist er gestorben. Wie oft habe ich mir drüben ausgemalt, wie das sein würde, wenn ich das alles hier wiedersehe. Jeden Abend habe ich an zu Hause gedacht. In meiner Fantasie war alles noch so, wie es früher mal gewesen ist. Ja, ich weiß, es war dumm von mir, aber es hat mir geholfen. Dass hier auch Bomben gefallen sein könnten. Sie werden alles wieder aufbauen, Frau Mendelsohn. Sie haben ja Gott sei Dank die Mittel dazu. Wo soll ich denn nun graben, Madame? Ja. Ein Glück, dass ich den Plan habe. Es hat sich doch allerhand verändert inzwischen. Also, von der Birke 6 Schritte in Richtung auf die Buche da. Hier? Ja, da müsste es sein. Na, dann wollen wir mal. Übrigens haben wir Ihnen auch mal geschrieben, aber es kam keine Antwort. Mich hat nie eine Zeile von Ihnen erreicht. Naja, Gott, damals, unmittelbar nach dem Krieg, ist ja das häufig vorgekommen. Dabei hätte es mich sehr interessiert, wie Sie alles überstanden haben. Was ist eigentlich mit Ihrem Sohn, der... Aber nicht im Mindesten, im Gegenteil. Es fragt sich nur, wie Sie da rankommen könnten. Ich dachte mir etwa, dass Sie, Herr Kriminalrat, die Akte anfordern würden. Na schön. Aber dass wir uns darüber klar sind, wenn Sie den Fall studieren wollen, bitte nicht in der Dienstzeit. Manfred, du, es ist Zeit. Ach, Schätzchen, sei so lieb. Geh allein ins Kino. Ich muss noch arbeiten. Ach, allein macht's mir auch keinen Spaß. Na gut, dann gehe ich eben ohne dich. Was soll ich machen? Es geschieht ja doch immer nur das, was du willst. Tschüss. Ja, nein, das nächste Mal geschieht bestimmt das, was du willst. Ich schwör's dir. Kein Meineid, bitte. Entschuldigen Sie bitte, sind die Herrschaften noch auf? Ja, aber... Ist gut, Lisbeth. Gehen Sie schlafen. Sie sind es, Frau... So spät ist es passiert? Eine späte Störung, Frau Nova. Aber ich muss den Mann sprechen. Dringend. Bitte kommen Sie, Frau Mendelsohn. Ich weiß es aus... Ich weiß es aus ganz sicherer Quelle. Mein Mann steht auf der Liste. Freunde von uns haben uns davon verständigt, dass wir morgen abgeholt werden. Wir müssen es riskieren, noch heute Nacht irgendwie über die Grenze zu kommen. Frau Mendelsohn, überlegen Sie sich das. Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und